den Mut, dann hätten wir wahrhaftiger Gott gehabt. Und ich kann Ihnen nur sagen, ich will auch gar nicht, dass Sie dafür stimmen. Deutschland soll frei werden, aber nicht doch nicht. So, hier ist wieder das Wort zum Montag. Ich begrüße euch. Diesmal wieder eine Doppelfolge, weil ich es beim letzten Mal habe ausfallen lassen. Ja. Zwei Videos, davon könnt ihr euch entscheiden, mögt ihr es hart, mögt ihr es zart. Wenn ihr es zart mögt, nimmt das Video, das andere, wo es um den Tag auf der Tür und die Leute und so fort geht. Mögt ihr es hart, also die heißen Eisen. Dann seid ihr jetzt hier da. Ich habe nämlich ein heißes Eisen. Es geht ja um das Dritte Reich. So, wir Deutschen, wir werden ja immer wieder aufs Dritte Reich reduziert. Wir werden ja immer dran reduziert an Hitler und die Gräueltaten und Tralala und Bumsfalala. Und das gilt ja seit 80 Jahren bald schon als Messlatte für alle anderen Diktatoren, die ja anscheinend so schrecklich nett, aber nicht so schrecklich wie Hitler sind und so weiter und so fort. Ja, bei Facebook bin ich in einer Gruppe drin. Da geht es ja darum, ob die Welt belogen und verkauft wird und dass man eine globale Revolution braucht. Ich sehe das eigentlich auch genauso. So, manche Sachen, die ja gepostet werden und so. So, da geht es ja zum Beispiel darum, Deutschland wäre ja kein souveräner Staat, weil ich langsam auch glaube und dass wir eigentlich ja noch im Deutschen Reich leben. So, Stichwort Deutsches Reich, da werden manche schwarz vor Augen, weil das böse Deutsche Reich mit Hitler und den Juden, Genozid und so weiter und so fort. Ja, lasst uns über das Deutsche Reich und über Hitler reden. Es gibt ja so Sachen, Hitler war ja ein böser Mann, er hat dies und das und jenes gemacht. Hitler gilt als alles Böse in der Welt. Ja, was ist damals wirklich passiert? Das ist die Frage. Ist das alles wirklich so passiert, wie uns die Geschichte lehren will? Denn sobald es um das Thema Nationalsozialismus und das alles geht, dann werden sie alle hysterisch. Jetzt habe ich von einem auf Skype erfahren, dass man sogar in der Realschule gelehrt bekommt, dass die erste Zeile des Deutschlandslieds, so die erste Strophe, verboten sein soll, was überhaupt nicht stimmt. Die sollen mir doch bitte mal einen Gesetzestext zeigen, wo er steht, dass es verboten ist. Es ist nicht verboten, es ist einfach nur noch nicht mehr aktuell. Von der Maas an der Memel, ja, die Memel ist heute die Stadt Klaipeda und und gleichnamige Fluss in Lettland. So, vom Edge bis an die Belt, Edge ist Italiano, ist Italia, ist nichts mehr Deutschland. Aber egal, ist halt überhaupt nicht mehr zeitgemäß. So, aber verboten. Ich denke mal, man müsste so, dass die Denkensweise von manchen mal verbieten, aber ist eine Sache. So, die offizielle Geschichtsschreibung der Alliierten der Sowjets, aber was ich nicht alles, die sagt ja, wir haben ja Hitler besiegt und alles und die vergasen der Juden und tralala und weiß was nicht alles. So. Laut offiziellen Angaben, Hitler ist ja noch damals gestorben, bevor die Befreiung kam, ne? Unter der wir heute noch knechten müssen. Tja. Ja, es gibt aber kein Grab von Hitler. Und von Eva Hitler, die hieß ja, hat der Paar, die hieß ja früher Eva Braun, aber ja, geil, das heißt nicht Eva Braun, sondern Eva Hitler. Ja, das wird in der Geschichtsschreibung ja schon mal vergessen, das ist ja schon mal eine Sache. So, die andere Sache ist, man hätte ja verschwiegen, was Grab ist, damit nicht irgendwelche Neonazis oder Hitler-Fans da hingehen und dann, was weiß ich, Tribut zollen oder sonst was machen, da so ein Bohai. Ja, kann ja alles schwimmen und so. Muss es aber nicht. Tja. Jetzt leben wir in der Zeit der Whistleblower und da soll ja einige Sachen rauskommen sein. Ein Edward Snowden zum Beispiel behauptet, er hätte, ja, da gibt es Kenntnisse über Hitler, die hätte man so nicht gehabt. Zum Beispiel wäre Hitler von Mossad ausgebildet worden. Habe ich auch erstmal blöd geguckt. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ob es so ist, wer weiß. Da gibt es noch so Sachen von wegen, hat Hitler den Krieg gewollt? Ja, hat er ihn gewollt? Das ist die Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Eine sehr gute. Es gibt ja diesen berühmten Satz, ab 5.45 Uhr wird zurückgeschossen. Ich habe mir da nie Gedanken drüber gemacht. So, niemand verhehlt, dass es diesen Satz gibt. Und das ist wohl die offizielle Geschichtsschreibung. Und ich sage nur deswegen offiziell mit diesem hier, weil die Sieger schreiben die Geschichte. Und das sind in dem Fall die Alliierten, auch die scheiß Sowjets damals,
Ja, und da kann sonst was passieren. Das ist genauso wie damals im Römischen Reich. Die Sieger schreiben die Geschichte über und verhöhnen vielleicht sogar noch die Besiegten. So, was da damals wirklich war und alles, das weiß man nicht. Es gibt nur diese offizielle Versionen, die Sieger geschrieben haben. So, es kann alles möglich sein, es muss alles nicht stimmen, alles kann, nichts muss. Fakt ist es. Und was man wirklich mit Hitler war, ist so die Frage. Es gibt ja auch noch, weil es gerade halt kein Grab gibt oder sonst was, gibt es ja auch noch die Mutmaßung, Hitler wäre damals nach Argentinien geflohen oder hingebracht worden und war auf sich dort und wäre da wohl zwischenzeitlich gestorben, also sonst wäre er wohl über 100, der müsste tot sein. Tot ist er auf jeden Fall jetzt. Egal wie lange er gelebt hat. So, das ist so die Frage, das ist alles doch, was ich so lese. Sind zwar, können es Spinnerei sein, können auch die Wahrheit sein. Wer weiß. Natürlich nicht verhehlen möchte ich, dass wirklich da früher schon heftig zuging und alles. So mit den Juden, das alles, es steht auch alles so festgeschrieben, es gibt Bilder und alles davon, aber trotzdem. Ich weiß es nicht. Fest steht aber auch, ob Hitler wirklich derjenige war, den Krieg angezettelt hat oder so, das ist die Frage. Ich habe alte Ausgaben einer Zeitschrift, Magazin, ich weiß nicht, wie man es nennen soll. Das nennt sich das Dritte Reich und No Nazi Stuff, ne? Und bevor jetzt jemand hier aufschreit, nein, ist es nicht. Rechts ist nur da, wo der Daumen links ist, mehr nicht so. Fakt ist auf jeden Fall, ich habe mir das mal durchgelesen. Und es gibt eine Zeile, die ist mir auch im Kopf geblieben, weil die wirklich markant war. Bis 1938 galt Hitler als Kanzler des Friedens. Ne? Also Reichskanzler. Er war ja nicht immer nur Diktator und Führer, er war auch Reichskanzler. Das vergessen viele. Wenn ich bei Wikipedia gucke, da steht Reichskanzler und ganz unten, da steht nur drauf Führer, Diktator, hier so. Steil die Vögel nach oben grüßt. Egal. So. Bis 1938 soll er also Kanzler des Friedens gewesen sein. Dann lässt man sich auf der Sache mit Danzig ein, wo er da sich zu versteift hat. Wo es auch diese Plakate gibt von wegen Danzig bleibt deutsch. Ist halt nicht geblieben. Ist doch das weiß nicht. Vielleicht gibt es auch mit deutschsprachigen Minderheiten, wer weiß. Ja. Und vor allem in der Sache mit 5.45 Uhr wird zurückgeschossen. Die Frage ist, ob Hitler den Krieg wollte. So, das sind Fragen, die werfe ich jetzt einfach mal alle in den Raum. Ich selber weiß nicht wirklich Antwort drauf. Ich denke aber drüber nach. Ja, ich werde mir da mal recherchieren. Ich werde alles mal durch den Kopf gehen lassen. Vielleicht kann man das Lügengerüst der Alliierten und vor allem der scheiß Sowjets zerstören. Mich kotzt das sowieso bis heute an, dass gerade die Sowjets immer als Sieger sind. Die Linken mir immer das Basibo und machen sie ja schreiben und befreien und danke und wir lutschen euch die Schwänze und sowas. Mich kotzt da langsam an. Denn ich vergesse nämlich welche, was nämlich danach war. Was war denn danach? Besoffene oder vielleicht auch klar bei Verstand gewesene Sowjets kommen, ja, schnappen sich die deutschen Mädchen, die deutschen Frauen und vergewaltigen sie. Schwängern sie vielleicht sogar. Das wird immer weggetan wegen, und bloß nicht drüber reden und ach, das wäre sonst rechts und so und vielleicht hätten sie ja verdient und so. Da gab es mal so eine linke Drecksfotze auf Facebook und hatte sich irgendwie Bulette Bukowski, keine Ahnung, Bambule Bukowski oder so. Den könnte ich auch noch auf die Fresse hauen, aber man ist ja Pazifist. Er meinte auch noch mit so einem Spruch von wegen, ja, deutsche Opfer werden ja keine Täter. So, da gab es noch irgendeinen komischer Markus, der wäre Sänger von einer Band, das Dunkel. Und wenn er schon so Gedanken drin hat, egal. Wenn er auch meinte, mich mies machen zu müssen und von wegen, ja, Neapel wäre ja auch deutsch gewesen, was weiß ich nicht alles. Was ich überhaupt gar nicht angesprochen habe, aber naja. Aber sind da so diese Linke, na, diese Antifaschisten, die da so, so stolz drauf sind, auf Deutschland zu scheißen? Ja, wo ich nur sage, hier, Ausreise für heute planen und tschüss. Never come back, ja? Am besten mit einer Rakete zum Mond. Ja, das sind so Leute, so, die haben so Gedanken, ja, das ist widerlich. Ja. Deutschland ist ein so linksunterwandertes Land, ja, es ist einfach so. Ja, und man muss nicht recht sein, um sowas sagen zu können. Ich hab mal, im Internet gibt's auch Artikel und Medien, weißt du was, die waren noch aus den 60ern, 70ern, noch vor den 80ern. Und da ist ein ganz anderer Tenor zu lesen. Ich habe mal einen alten Spiegel, was auch immer, Artikel auch von, was weiß ich, 76 oder was das war, mal ausgedruckt. Ein PDF, das ist aber ganz schlechte Qualität, aber man kann lesen.
Und das ist ja schon, das ist genau die Berichterstattung, die wir uns eigentlich wünschen. Ja. Keine Urteile von wegen, oh, bevor Sie lesen, Hitler war ein böser Mann, nicht vergessen und sowas. Einfach, ja, wie Hitler dahin kam, wie das alles war und dass Hitler normalerweise gar keinen Fuß gefasst hätte. Und die NSDAP, also diese Nazis, wie man so schön sagt, da gab es damals auch einen linken Flügel. Wer traut sich das heute zu sagen, außer vielleicht ich oder diejenigen, die wirklich auferstehen? Ja, da kommen wahrscheinlich wieder welche und sagen, ja, du bist ein Nazi, du bist ein Nazi, du bist ein Nazi, du bist ein Nazi. Ja, man ist immer ein Nazi, alle sind Nazis. Man soll sich mal überlegen, Nazi, was ist Nazi? Heute wären sie links und wären Nationalzionisten. Diejenigen, die eigentlich Nazis sind, müssten eigentlich Nasos heißen. Tja, was ist da nun richtig? Fakt ist auf jeden Fall, man sollte sich mal darüber Gedanken machen über das Ganze. Gedankenanstöße und was ich nicht alles. Ja, von mir aus könnt ihr auch wieder schreiben, ach, du bist ein Nazi, ich weiß nicht was alles. Ich weiß nur meldet, Report Abuse, ja. Und das hat nichts mit irgendwie Denunziantentum zu tun, sondern, ja. Muss die Sache einfach mal klar sein. So. Ich werde mal den Link vom Spiegelartikel mal reintun und könnt euch selber mal ein Bild von machen. Mit Hitler, mit dem linken Flügel der NSDAP, den es wohl wirklich dann gegeben hat, die, wenn sie es schreiben, muss es ja sein. Heute würden sie eher schreiben, nee, war alles rechts, 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 so rechts, dass man von links wieder rauskommt und, ja. Lest das einfach euch mal durch. Das ist Berichterstattung, wie ich es mir wünsche, wie ich es mir heute noch wünschen würde. Und nicht vor meiner Geburt. Ich höre auch viele Leute, die älter sind als ich, sagen, ja, man hat ja früher ein schönes Leben gehabt und erst so ab Anfang der 80er, als ab Kohl fing das ja so an und so, dass alles so schlechter wird und schlechter wird. Und ich glaube, ja, ab der Merkel wird es auf jeden Fall schon schlechter. Und das bilde ich mir nicht ein. So Leute. Von mir aus tut das als Nazi-Spielerei ab oder recht. Quatsch oder Nazi-Müll, was auch immer, das ist mir scheißegal, das ist mir sowas von scheißegal, ja, ich sag was ich will und ich bin no Nazi, ja, ich bin stolzer Deutscher, aber kein Nazi, links und rechts, nein, Nazis und Antifa müssen wir alle kurz halten, wir halten die Nazis erfolgreich kurz, ist auch gut so, jetzt wird Zeit die Antifa kurz zu halten, ich halte sie bei mir auf dem Kanal schon mal kurz, ist nur ein kleiner Anfang, aber was soll's, denkt drüber nach, macht euch mal ein paar Meinungen, ich gebe euch ein paar Links dahin, wir können auch diskutieren darüber, kein Problem. Aber bitte keine Neurechten, bitte keine Antifa, weil ich merke, mit solchen Leuten kann man nicht diskutieren. Ja, von Neurechten wirst du als Linker abgetan, als Proll. Oder Antifa, klar, Nazi hier, Nazi da, Nazi-Schwein, oder was weiß ich nicht alles. Okay. Also, ansonsten, gehabt euch wohl, habt eine schöne Woche. So, und wenn ihr jetzt mal wieder ein anderes Thema haben wollt, guckt euch meine anderen über 40 Videos an, wenn ihr wollt. Wartet bis nächsten Montag oder guckt euch mal ja, die zarte Seite von dieser Woche an. Also hier vor die Folge und den Tag auf den Türen. Deswegen, bleibt euch wohl. Ich wünsche euch was.